Mir reicht, verpiss mich. Nachdem ich Zeugs aufgesammelt habe. Und mich um euch gekümmert habe, natürlich. Würde mich nicht wundern, wenn jetzt Big Papa kommt. Wahrscheinlich der Anführer der Telepaten. Wo ist weg hier, ey? Die werden nicht verfolgt. Noch nicht. Ach. Was ist das denn für Viecher? Ich glaube, ich weiß, was aus den Bären geworden ist. Ich will nicht mehr weiter. Hallo, Fakt. Warte mal. Ah, ist also mal nicht das, was der im Ladebildschirm gesagt hat. Also, jetzt weiß ich alles. Das Bild ist vollständig. Alles, was ich bislang gesehen hatte, war nur Vorbereitung. Der richtige Schlag würde im allerletzten Moment geführt werden, wenn niemand es erwarten würde. Corwood prahlte damit, dass er die gesamte Metro einnehmen würde, ohne Blut zu vergießen. Er könnte es tatsächlich. Das letzte Blut, das er vergießen würde, müsste, wäre das Blut der Ordenskämpfer, die D6 beschützen. Die Roten wollen einen Überraschungsangriff starten. Und zwar genau in dem Moment, in dem Mosquin das Friedensabkommen mit Miller und den anderen unterzeichnen wird. Dann müssen wir das stoppen! Und Filter einnehmen! Und vor Big Daddy wegrennen! Okay, weite Fläche, ich weiß, was jetzt kommt. Und es gefällt mir gar nicht. Ich hab's gewusst! Sie beschützt ihre Kinder! Pass auf! Ich hab's gewusst! Leck mich am Arsch! Boah! Ja! Ja! Hallo! Ja, leck mich und deine Kinder! Ja! Ja! Nein! Drecksack. Oder Drecksäckin, je nachdem, was du bist. Verpiss dich! Und dich auch! Sie verschützt ihren Rücken. Ist dort verletzlich. Ich sehe nichts, Alter! Halt die Schnauze! Verpiss dich! Aua! 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 Ja, halt. Nimm das. Und das hier. Ja. 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 Scheiße, kein Boden hier. Mine und PAM! Schnell nachladen und PAM! Na komm schon! Was hat er denn jetzt? Aha! Leg dich nie wieder mit Artyom an! Ausgeburt der Hölle oder des Atomkriegs.
hättest du wohl gerne, was? Solange du mir nichts tust, tue ich auch nichts, verstehst du? Jetzt verbiss dich! Mann, ey! Mal ganz ehrlich. Menschen! Oh, Menschen! Ich meine, gute Menschen! Gott, Khan! Khan! Moment, ist das... Artyom, dieses Kind sollte nicht ohne Gasmaske hier draußen herumlaufen. Was zum Teufel war das? Oh, so ist es. So ist es. Ein Kind von der Oberfläche. Ein Schwarzer. Nein, nicht erschießen, Miller! Stopp! Dann bringen Sie ihn weg von mir! Keine Maske. Ich hätte es wissen sollen. Der ist grün, aber der da ist gelb. Sag ihm, dass ich keine Gefahr bin. Er scheint sich schnell anzupassen. Ja, das wird ihn am Leben halten. Kann ich mit ihm reden, Artyom? Oberst Miller, legen Sie Ihre Furcht ab. Dieses Kind ist die Zukunft. Sie brauchen nur seine Hand zu nehmen. Meine Hände sind schon voll. Ich bezweifle, dass dieses Wesen uns helfen kann. Aber Sie beide können ohne mich weitermachen, bevor ich zu einer besseren Einsicht gelange und die Erde von ihm befreie. Wie kann dieser... Ich kann seine Gedanken verstehen. Und ich kann deine hören, Artyom. Kannst du die Gedanken von jedem hören, indem du ihn einfach nur berührst? Bei Artyom ist es anders. Wir können auch aus der Ferne miteinander reden. Er wurde vor langer Zeit adoptiert. Siehst du, Artyom? Die Schwarzen haben dich verändert, damit sie uns verstehen können. Was ist hinter dieser Tür? Hast du gehört? Sie rufen dich. Ich kann es hören. Öffne sie. Moment. Das sieht aus wie eine der versiegelten Türen in D6. Ja, an der Messe. Hat auch ein starkes Schloss. Wir müssen sie aufbrechen. Was ist da? Sie öffnet sich von alleine. Mein Volk. Die sind drinnen. Und schlafen. Unglaublich. Sieh dir das an. Sie machen einen Winterschlaf. Er ist nicht alleine. Ich muss sie wecken. Es wird Zeit, dass sie leben. Wir gehen jetzt alle dahin. Wir werden die Tür öffnen, wenn wir können. Da ist Tod. In der Nähe. Überall. Aber ich muss sie wecken. Oder für immer alleine bleiben. Jetzt hör zu. Hilf uns. Dann helfen wir dir. Das werde ich. Was muss getan werden? Ich muss sie wecken. Wir müssen improvisieren. Hey, wacht auf, ihr Bastarde! Oberst, können Sie das Tor an der Stelle, wo die Gartenlinie bei D6 endet, öffnen? Haben Sie den Code? Ich habe alle Codes für D6, aber ich kann nichts versprechen. Müssen Sie aber. Er wird uns in der Polis helfen, wenn Sie es tun. Dann nehmen Sie ihn mit und erklären Sie mir alles unterwegs. Wenn ich überzeugt bin, dass er uns helfen wird, öffne ich Ihre Tür. Mir nach! Er ist nicht alleine. Er ist nicht der Letzte. Ich verstehe seine Begeisterung und seinen Wunsch, sich sofort mit den anderen zu treffen, um sie zu befreien und zu wecken. Aber er hat sich einverstanden erklärt, noch etwas zu warten. Zuerst wird er versuchen, uns zu helfen.
Wenn wir es zur Konferenz schaffen, wird der Schwarze in der Lage sein, Mosquins Gedanken für uns offenzulegen. Oder sogar Korbuts Gedanken. Vielleicht kann dieser Wahnsinn aufgehalten werden. Das ist unsere letzte Chance. Ob das wirklich alles so glatt geht? Artyom, wir wussten bereits durch Khan von der Oktyabrskaya. Und wir haben Mosquin damit konfrontiert. Er hat nicht einmal versucht, das Gegenteil zu beweisen. Er sagte, dass es pures Glück war, dass ihr Trupp für chemische Verteidigung in der Nähe eine Übung machte und sie daher trotz einiger Opfer in der Lage waren, die Epidemie im Keim zu ersticken. Ansonsten hätte sie die gesamte Metro ergriffen. Was kannst du dazu sagen? Selbst ich hätte das so gemacht. Aber Oberst, es war Lesnitsky, deren Agent, der kurz vor dem Ausbruch in D6 einen Virusbehälter gestohlen hat. Ja und? Außer Artyom gibt es keinen lebenden Zeugen. Wer würde dem Orden glauben? Wir haben jetzt D6. Was, wenn wir diejenigen waren, die das Virus freigesetzt haben? Aber die Roten haben versucht, ins Territorium der Hanse einzubrechen. Wir könnten Mosquin... Was können wir tun? Wir sind keine Armee. Wir haben weniger als 100 Kämpfer. Ja, Mosquin hat zum Krieg gerüstet. Alles grün! Aber nachdem die Polis vorgeschlagen hat, dass wir die Reichtümer aus D6 teilen, stimmt er vielleicht sogar einem Frieden zu. Und wir müssen alles tun, damit dieses Abkommen unterzeichnet wird. Mosquin, was macht er denn für einen Unterschied? Er ist nur eine Marionette in Korbuts Händen. Und während er redet, kreisen Korbuts Streitkräfte sie ein. Sie unterzeichnen dieses Friedensabkommen mit ihrem Blut. Ja, haben Sie denn eine bessere Idee? Sie haben diesen Affen hierher gebracht. Jawohl. Was jetzt? Wir sind damit durch. Gehen wir zum Ratssaal. Mir nach. Ich hab noch Bedenken bei all dem. Bitte um Erlaubnis, Meldung machen zu dürfen, Herr Oberst. Abgelehnt. Dringende Meldung an den Kommandanten der Sicherheitskräfte bei D6. Höchste Alarmstufe. Weisen Sie Korneev an, bitte. Ach, er weiß, was zu tun ist. Gott, hoffentlich klappt das. Der gerechte Verteilung der Reichtümer in der Kammer hat unsere Differenzen beigelegt. Daher habe ich befohlen, dass Operation Eldorado abgebrochen wird. Lang lebe das Reich! Um das offizielle Protokoll zusammenzufassen, erteile ich dem Anführer der Roten Linie, dem Genossen Mosquin, das Wort. Genossen, ich möchte nicht zögern, dieses Wort zu benutzen, liebe Freunde. Mach dich bereit, Artyom. Bleib nah bei dem Kleinen. Kura, Genossen! Es soll Frieden herrschen! Im Namen unserer Kinder! Sie sind ein Lügner! Khan, haben Sie den Verstand verloren? Ich weiß, was ich mache, glauben Sie mir. Nur dieses eine Mal. Wer sind Sie? Wachen, schaffen Sie diesen Mann weg! Ranger, wegtreten! Artyom, Kleiner, ihr seid dran! Ich hoffe mal, das klappt. Was zur Hölle? Wo ist das? So habe ich das Ganze aber nicht in Erinnerung. Was zur Hölle ist in Mosquins Gedankenreich los? Aha. Genosse Mosquin, Sie müssen mich dabei unterstützen. Ansonsten könnten ein paar unbequeme Details auftauchen, die den Tod Ihres Bruders betreffen.
hatte ein Gespräch mit angehört zwischen Ihrem Bruder und seinem Berater über die Bedrohung, die Sie darstellen, und über Wege, sie zu eliminieren. Was soll das? Bedrohung? Wir sind Brüder. Er glaubt, dass Sie sich übergangen und betrogen fühlen. Er fürchtet, dass Sie ihn stürzen werden. Er ist total verrückt. Total. Dem werde ich was erzählen. Worte allein werden seine Pläne für ein Attentat nicht abwenden. Nein, Sie müssen zuerst zuschlagen. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der ganzen Sache. Maxim, Bruder, ich bin ja so erfreut, dass wir uns endlich vertragen. Es war ein Streit um gar nichts. Lass uns einen trinken. Klar, Bruder. Was? Einstieg. Maxim Leonidowitsch Moskvin wird hiermit zum neuen Generalsekretär der Partei gewählt. Glückwunsch, Genosse Moskvin. Du strafst mich mit Schweigen. Was guckst du mich aus diesen ehrlichen Augen so an? Es war deine Schuld. Wer wollte mich denn tot sehen? Korbut hat dich verraten. Und jetzt hat er mich an den Eiern. Alles nur wegen dir. Es tut mir leid. Es tut mir so leid, Bruder. Für mich gibt es keine Vergebung. Aber dennoch... Also etwas gegeben. Genau wie ich meinem Bruder etwas gegeben habe. Ja, ich habe es getan. Ich habe ihn vergiftet. Ich, nicht Korbut. Ich bin ein Narr. Ich dachte, er wollte mich retten. Und er nahm einfach die Macht an sich, packte mich an der Kehle. Und er stürmt gerade die Sechs. Und da ist dieses Virus. Und wenn es in Korbuts Hände fällt, das Ende. Aber schau. Sie sind der Anführer! Befehlen Sie es ihm! Rufen Sie die Truppen zurück! Halten Sie sie wenigstens an! Hier können wir nichts mehr machen! Zeit, um ein Beeilung! Abschließen. Schneller! Was für ein Zum Bahnsteig! Sie! Verdammt, ich werde D6 nicht aufgeben! Mir nach!